Das Prüfungsbüro Termin präsentiert euch die neue Folge Startband, dein unabhängiger Sachverständiger für Blitzschutzanlagen. www.blitzschutzpbt.com. Serdecznie witamy w podcaście żużlowym o nazwie Startband z Ebim i Michaelem. Startband, der Speedway-Podcast mit Micha und Ebi. Moin moin, liebe Sportsfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Startband. Heute aus Güstrow. Und tatsächlich nicht aus gewohnter Umgebung in Neubrandenburg. Ebi und ich, der bereits hier als feinster Nachbar in meiner Kommentatorenkabine zu neben sitzt. Wir haben uns gedacht, wir fangen jetzt schon mal an. Ebi? Ja, auch von mir herzlich willkommen aus den Katakomben, da wo die Stadionverbotler sich rumtreiben. Ja. Vor den Stadiontoren. Ich glaube, wir haben hier heute Stadionverbot gekriegt, oder was? Nee, aber man sieht ja, Pfingsten ist genauso voll. Oder ist in Güstrow so voll, dass man auch als vermeintlicher Pressevertreter hier unten parken muss, was aber egal ist, Hauptsache Stadion nah, ne? Na klar, alles gut, also Spaß. Schön, dass wir hier her sein durften. Ich bin gespannt, ne? Also es ist herrlicher Sonnenschein. Ich glaube, gefühlt sind hier gerade 30 Grad, ne? Ja, 28 zeigt mein Thermometer vorhin. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht. Also so ein Wochenende schlaucht ganz schön, ne? Wir hängen hier ganz schön durch, ne? Wenn ich, soll ich ganz ehrlich sein? Ja, also wir, es war ja so, dass wir immer erst ja, gegen 1, 2 bei dir zu Hause waren. Aus Teto bzw. am Freitag aus Güstrow, dann Sendung geschnitten und irgendwann um 3, 3:30 haben wir dann geschlafen. Und mega lange. Naja, bis um 9 meistens. Dann saßt du im roten Schlüpfer auf dem Gummiball vor mir. Und ja, wir sagen mal so, ich bin ein bisschen enttäuscht. Das Wochenende ging schnell rum. Wenn ich überlege, dass wir jetzt schon wieder das dritte Rennen haben und eigentlich möchte ich morgen gerne noch irgendwo gucken. Hast du eine Idee, wo wir hinfahren? Entweder, oh, Mikro Mülli sagt Amsberg, wäre mein Joke gewesen, aber obwohl, da hoffen wir mal, dass da auch alles klappt, ne? Weil da sollen ja die Unwetterfronten durchziehen, was man so hört und sieht, liest. Ja, genau. Und wir haben ja noch, ganz ehrlich, es ist ja noch das Highlight, also steht ja noch uns bevor, ne? Also das Highlight an Pfingsten, wo man sich ewig drauf freut, ist ja noch da. Siehst du für dich persönlich das Rennen heute, die Pfingst, der Pfingstpokal, als das Highlight von dem Wochenende? Schwierige Frage. Also natürlich freut man sich seit zig Jahren auf dieses Pfingstwochenende. Das mit Tetro hat sich erst etabliert. Ich freue mich natürlich mega, dass der Grand Prix in Tetro ist, wie es auch immer gelaufen ist. Da würde ich auch gerne mal reingrätschen. Also die größten, also ja, ist schon krass das Feedback hier in Güstrow. Man merkt, glaube ich, doch, dass die beiden Vereine noch mehr auseinander sind, als man denkt. Ne? Also man kriegt nicht viel positives Feedback. Also von uns schon oder für uns. Aber die Veranstaltung gestern kriegt nicht viel Lob, sagen wir es mal so. Ja, ist richtig. Also ich habe es gleich hier gemerkt in Güstrow, was aber jetzt nichts mit dem Verein zu tun hat, das müssen wir gleich nochmal klarstellen, dass viele Leute die gleich gesagt haben, so oh, viel zu viel Lob für die Sendung gestern aus Tetero und so, wo ich sagen muss, Leute, wenn ihr selber nicht da wart, im Fernsehen mag das alles ganz anders aussehen. Aber bis auf die Punkte, die wir für uns wahrgenommen haben und angesprochen haben, das kann natürlich auch andere Leute oder andere Leute eine andere Sichtweise haben, haben wir auch nicht mit Kritik gespart. Wir haben ja auch kritische Punkte deutlich angesprochen, wie ich finde. Auch wenn es natürlich dabei meistens um die Versorgung ging. Wir haben auch gesagt, dass die Bahn nicht im perfekten Zustand war, aber im besseren als vorher. Und von daher verstehe ich nicht, lasst uns doch einfach alle irgendwie alles zusammen machen mal. Klar, Kritik ist gut, wenn sie konstruktiv ist, aber man muss nicht immer mit einem Knüppel drauf. Denn auch sowas, was dort gestern Tetro hingestellt worden ist, muss man erstmal auf die Beine stellen. 100 pro deiner Meinung. Und ich bin, wahrscheinlich sind wir auch echt zu doll Laie und ich viel mehr als du noch. Das glaube ich. Also ich habe es in meiner Sichtweise überhaupt nicht so gesehen. Ich bin auch über dieses Feedback so mega überrascht, habe ich dir auch schon zweimal gesagt heute. Mhm. Diese, auch im Internet, was ich dann gleich gelesen habe, ne, wo ich dachte, Alter, so schlimm kam mir das alles gar nicht vor. Ne? Nee. Und hier kommst du an und boah, wo ich denke, Alter Verwalter. Ja, und vor allen Dingen, dann hast du mal Gegenargumente, dann wird gesagt, ach so haben wir das noch gar nicht gesehen. Ne? Also na klar sollen die Leute kritisieren und sagen, Mensch, der Bierpreis ist zu hoch oder mir hat die Bahn nicht gefallen. Aber dann muss es auch sachlich bleiben und nicht von vornherein alles scheiße finden. Ja gut, aber das Thema ist auch wieder, das kauen wir jedes Mal durch, ne? Das ist traurig. Ja, aber es ist leider das bestimmte Thema, ne? Auf jeden Fall, ne? Ganz klar. Bierpreise, Eintrittspreise und der eine Verein ist so wie als der andere. Ja, und du hast ja auch gleich den ersten Kritikpunkt, der Burgerwagen ist nicht da.
Richtig. Nachdem wir natürlich bei deiner Mutti Königsberger Klopse. Leute, endlich, es hat geklappt. Es hat geklappt, Königsberger Klopse. Und ich muss tatsächlich sagen, das sind die besten, die ich bis jetzt gegessen habe. Mit roter Beete dazu und Erdbeernachtisch mit Sahne oben drauf. Aber natürlich nicht mit Sprühsahne. Nein, ne? Die war selbst gemacht. Natürlich war die selbst gemacht. Ja, handgeschlagen. Na, und sogar Schokostreusel noch so ein bisschen als. Ne? Mega gut, ne? Ja. Ja, doch, also es sieht hier alles gut vorbereitet aus. Ja, der Burgerwagen fährt vorne. Aber ich habe, glaube ich, vorhin nicht erwähnt, dass es frische Erbsensuppe gibt. Und da bin ich ja auch so ein Fan von. Aus einer Gulaschkanone, wenn die selbst gemacht ist. Er hat mir auch versprochen, die ist selbst gemacht. Ja, gibt es hier heute Erbsensuppe. Ansonsten sehen wir jetzt um knapp 15 Minuten vor Stadionöffnung schon eine mega lange Schlange. Die Musik ist jetzt drin angegangen und wollen wir mal kurz gucken, was wir so sportlich heute noch erwarten können? Ja, Micha hat gerade das Programm rausgeholt, guck mal ein bisschen nach. Ich habe mich, also tatsächlich wird es heute auch, glaube ich, so eine Sendung, wo wir sind wirklich ein bisschen K.O., wir machen vorher ein bisschen zwischendurch vielleicht. Genau. Hinterher, erwartet nicht zu viel, wir gucken mal. Vielleicht, wir haben ja nach Skandalen gefordert, ich bin gespannt, was passiert. Ja. Ne? Also irgendeiner wird einen Bierwagen umkippen oder so, wo wir berichten können von, ich bin gespannt, was passiert. Ja, vielleicht. Vielleicht sind wir beide das ja, die den Bierwagen umkippen. Ja, wir gucken mal, wir haben ja immer gesagt, wir kümmern uns um den deutschen Speedway-Sport. Ne? Gucken wir als erstes mal auf die deutschen Fahrer. Wir haben in der Reserve... Eduard Kretschmer. Ja, auch. Oskar. Also Eduard. Oder Adrian Mijinski ist ja auch ein urdeutscher Name. So heißen die Leute, die aus Schwerin kommen, glaube ich. Okay. Also ähnlich. Ähnlich. Wir haben aus deutscher Sicht als Reservist dabei Ben Ernst. Die 16 ist heute Kevin Wölbert. Die 10 Marius Hildebrandt. Die 7, Max Dilger wird nicht da sein, der hat sich ja die Hüfte gebrochen, so wie ich gehört habe. Ne? Wir wünschen auf diesem Wege gute Besserung, Max, durchhalten. Ist gerade schade, der gibt sich so viel Mühe, also andere natürlich auch, aber du siehst ihn, er ist immer fleißig am Trainieren, viel mit seinen Sponsoren, gute Werbung, gute Aufmachung, ist immer schade, wenn sich dann die Guten gerade so verletzen. Ne? Also alle anderen natürlich auch, aber ich komme jetzt aus der nicht raus, ich weiß jetzt nicht mehr, wie ich es anders sagen soll. Ja, nee, deswegen sage ich ja, also gut, dafür hat eine Chance Ben Ernst, ne? Also, es war eh schade, dass er auf Reserve war. Ich freue mich drauf. Ein, zwei fehlen, glaube ich, noch. Ich meine, du hast schon eine Info bekommen. Ja. Wer da noch? Da ist ja noch ein, zwei freie Plätze. Wir machen noch mal kurz bei den Deutschen weiter, dann kommen wir dazu. Wir haben Tobias Busch noch und Lukas Baumann. Und ich habe eben gerade schon mit Hannes Heider gesprochen. Der erzählt uns jetzt mal, wer hier heute noch mitzukommt. Beziehungsweise ihr hört es ja jetzt einen Tag später und wisst es schon. Aber die Geschichte dazu ist gar nicht mal so schlecht. Einmal reinhören. Wir sind jetzt schon mal kurz im Fahrerlager. Ich würde mal sagen, wie spät haben wir es? Ja, so 4 Stunden vor Rennbeginn. Ist schon einiges los, Hannes. Vor mir steht übrigens Hannes Heider, muss ich ja sagen. Wir sind ja kein Fernsehen. Ne? Ja. Wir hatten ja gerade mit euch die Folge aufgenommen und jetzt fragen wir einfach mal, wie schlimm war es jetzt nochmal zum Schluss, um Fahrer zu bekommen? Ja, am Renntag akzeptiert man, was passiert ist, aber wir haben schon ordentlich rotiert. Ja. Jetzt hat sich der Max Dilger in Polen beim Training verletzt. Den ersetzen wir mit Marius Nielsen. Er hat eine gute Show am Freitag abgeliefert, ist Zweiter geworden. Mhm. Norik wäre natürlich der Erste, der den Platz verdient hätte, aber ich glaube, die sind gerade in Landshut angekommen, ja. Bei der Maschinenabnahme. Ja, und dann war noch ein Platz frei und was sollen wir sagen? Thorsten ist im Fahrerlager, Tedro gestern noch umhergewuselt. Aber okay, wenn die Jungs nicht möchten, ist das alles verständlich. Nikolai Klint hat sich tatsächlich angeboten und hat gesagt, Jungs, ich fahre jetzt 14 Uhr in Gino Nagora. Dann packe ich zusammen und dann bin ich 20 Uhr bei euch. Quatsch. Du ja, wirst sehen, 20 Uhr ist er hier. Ja, guck mal, ein bisschen Gänsehaut. Kann das sein? Das sind doch Geschichten, die werden nur beim Speedway geschrieben, oder? Wo sonst? Also, darf ich das eigentlich? Ja, doch, das darf ich jetzt sehen. Das kannst du kurz rauskriegen. Ja, kommt ja erst raus, wenn er schon genau. Gefahren ist. Ja? Also, das wird, glaube ich, heute Abend für ein paar Leute Überraschung sorgen. Ja. Und das ist natürlich geil, dass Nikola sagt, dann packe ich ein und komm rüber. Es sind doch nur 4 Stunden. Ja, das ist ja auch nichts. Ne? Also, wenn du überlegst, ich war ja ab und zu mal auch im Fußball unterwegs, du kennst das wahrscheinlich auch. Ja. Oh, wir müssen jetzt noch 60 Kilometer zum Auswärtsspiel fahren. Mhm. Da denken die gar nicht drüber nach. Nach 60 Kilometern machen die schon die Maschine im Auto sauber. Ne? Also, es ist schon geil. Wie hat man heute sich so vorbereitet? Man merkt selber auch so als Vertreter, ich sag mal, ich nenne mich jetzt mal Presse, sind wir heute das, ohne das Böse zu meinen, das Abstellgleis, wir müssen zum Beispiel hier unten parken. Ne? Okay, ja. Ist am Pfingstrennen, ich würde es für mich persönlich als das Bahnsport-Event im Jahr bezeichnen. Ist, also für mich zumindest, das sehen glaube ich viele andere auch so, sehen die Vorbereitungen heute sehr viel anders aus als sonst. Also es gibt einen Unterschied zwischen offenen Rennen, wie sie Ostern, Pfingsten sind, und Prädikaten. Bei Prädikaten wirken natürlich Verbände mit und dies und das. Um Fahrer musst du dich nicht kümmern. Bei offenen Rennen ist das anders. Du hast alles als Verein in der Hand. Du musst dich um alle Fahrer kümmern. Und Pfingsten ist natürlich, das ist die größte Show. Das ist das größte Ding für uns. Wenn du rumfragst, das ist für die Vereinsleute auch größer als der SEC. Ganz klar. Mhm. Weil das ist unser Produkt. Hier sind nur wir verantwortlich. Wenn wir was gut machen, sind wir es. Aber wenn es schlecht wird, sind auch wir es. Ne? Von daher bemühen sich hier alle extrem. Ja. Hier sind ganz viele Jungs und Mädels schon die ganze Woche campen hier, sind auf Vorbereitung. Es ist der Hammer. Es ist einfach wahnsinnig Unterstützung und deswegen
pusht das natürlich. Du willst alles so gut machen, wie es geht und hoffen, dass die Leute zufrieden sind. Ne? Podcast lebt immer von Zahlen. Ne? Ich stelle dir jetzt hundertprozentig eine Frage, die du nicht beantworten kannst. Wie viel Liter Wasser liegen bereits auf der Bahn? Das kann ich dir wirklich nicht sagen. Aber wenn du rauskriegst, was das Fass füllt, kannst du bestimmt mal 10 rechnen. Was füllt das Fass? Das weiß ich tatsächlich auch nicht. Das müssen wir jemanden fragen. Das machen wir gleich mal. Also machen wir mal eine Schätzaufgabe. Das ist so ein alter W50 oder? Nee, der MAN hier vorne, ne? Der MAN, ja. Der W50 ist ein bisschen kleiner. Ja, also ich würde sagen, da passen so 12.000 Liter rein, locker. Und das mal 8. Also wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, kriege ich von dir ein Bier. Und wenn du richtig gerechnet hast, was sagst du? Ich denke, ich sag 10.000. 10.000. Okay, wenn du richtig gerechnet hast, kriegst du eine Fankollektion von uns. Das ist geil. Das finde ich gut. Hannes, vielen Dank, dass es trotzdem geklappt hat. Wir gehen mal gucken, ob wir schon unsere Stühle jetzt hinstellen können. Macht das, ihr seid nicht die Ersten. Ja, Nikolai Klint. Nette Geschichte, ne? Ich komme einfach mal schnell rübergefahren nach dem Ligarennen. Machen wir. Ja, ist ja gleich um die Ecke gewesen. Gar kein Problem, ne? 4 Stunden bin ich da. Das machen wir. Total klasse. Ja, kann man einiges erwarten. Ich denke, vielleicht noch. Guck mal, wir müssten ja rein theoretisch 2 freie Plätze haben noch, ne? Max Tilger raus, sodass Ben Ernst. Kommt der? Er ist auf jeden Fall dabei. Der ist da, okay. Gut, wir werden sehen. Also viele deutsche Fahrer, das ist, glaube ich, für die Leute auch wichtig. Ne, sie sollen connecten können mit ihren Fahrern, sie sollen da jemanden haben, auf den sie stehen können. Und du gibst jetzt mal einen Tipp ab, mal sehen, ob du richtig liegst. Ja, super Geschichte. Jetzt gucke ich zum ersten Mal ins Programm. Mädels, ja gut, ganz klar. Nikolai Klint vor Kevin Wölbert, dem Joker, Eduard Kritschmar, hatte ich Timo Lahti schon? Nee. Ja, den würde ich da auch noch reinsetzen ins Finale. Finale, mein Tipp. Timo Lahti ist klar. Ich würde auch dazu tippen, dass Timo Lahti, wenn er in der gleichen Form ist wie die letzten Wochen, dass er einfach hier heute wieder den Pokal mitnimmt. Nein. Wäre langweilig natürlich. Sollen wir dagegen? Da schlage ich drauf ein. 5 Euro sind 5 Euro. Und ich rufe gleich meine Frau an, ob ich so viel Geld habe. Ich bin auf die Antwort bin gespannt, Freundchen. Auf die Antwort bin gespannt. Da kommt, komm mal nach Hause, Minio. Komm mal nach Hause. Gibt richtig eine Schnauze. Ja, ja Timo Lahti. Wäre aber auch langweilig. Timo Lahti schon wieder hier, ne? Erster Osterpokal. Aber gut, ist egal. Hauptsache, sie machen gute Rennen. Und ich wünsche mir ein Finale mit mindestens einem deutschen Fahrer. Und da wäre ich natürlich ganz klar, muss ich nicht erzählen, für Kevin Wölbert. Mikro Mülli, deine Meinung, wer nimmt hier heute den Pokal mit? Da ich auf die deutschen Vornamen stehe, sage ich jetzt einfach mal Eduard Kretschmer. Eduard Kretschmer, gut. Ebi. Hast du gesehen? Mein Tipp? Oh. Ja, ich würde sagen, hierbei belassen wir das mal. Wir kommen in der Stimmungslage im Lauf 12 oder so nochmal kurz zurück, wenn wir da noch können. Das war mal ganz nett und dann am Anschluss eventuell noch ein paar Interviews oder wir gucken mal, ob wir jetzt nicht noch einen oder einen anderen Fahrer kriegen. Mein Zuschauertipp heute 8.500 offiziell angesagte. Gehe ich mit, ich sag 8.501. Wir riechen uns später. Ebi, Lauf 16 ist durch. Wir wollten eigentlich schon bei 12, aber da waren wir bei der Güstrower Lümmelparade. Ja, helf mir mal einer hoch. Ja, oh Gott, warte. Ja, ah, ja, deine Frau macht das schon ganz gut, ne? Ja. Wir sehen bis jetzt ein ganz ausgeglichenes Rennen. Die Bahn hält auch ein zweites Rennen. Aber alles top, auch die Läufe, 1-2 Stürze, aber das gehört mir dazu. Ist es eigentlich so spannend wie am Freitag vom Sport her? Boah, das ist echt schwierig. Für mich ist schwer zu sagen. Also es ist sportlich schon geil, es ist spannend, es ist eng. Punktetechnisch mega gut. Der spannendste Lauf war für mich der dann abgebrochen wurde. Ne? Dieser Fall Tobi Busch gegen Kevin Wölbert. Ich hoffe, Tobi ist gesund, also sah ja danach gut aus. Ja gut, er ist wieder aufgestanden, ist halt leider der Sport, muss man so doof sagen. Ne? Auf jeden Fall. Und ja, also kannst du auch nicht mehr stehen. Wie geht's Ihnen? Wer sind Sie? Stellen Sie sich mal vor, wir sind hier ein deutscher Podcast. Ich bin neu hier. Herzlich willkommen, Katja. Hallo. Hast du uns was zu sagen, warum du jetzt auf einmal hier bist? Ich musste mir mal die Beine vertreten. Das ist in Ordnung. Wir reden gerade über den Lauf mit Tobi und was das sportlich hier so war. Ja. Hast du so gesehen, dass Kevin der Abbruchverursacher war? Habe ich nicht genau gesehen, ehrlich gesagt. Ja. Aber die Entscheidung kam ja echt schnell. Ja, genau. Eindeutig, ne? Ja. War sofort, wurde rot gedrückt. Ja. Vergleich zu Freitag wollten wir gerade ziehen, ob es sportlich gerade so spannend ist wie die Läufe am Freitag. Meiner Meinung nach nicht unbedingt, habe ich schon öfter gesagt, dass Freitag teilweise wirklich spannender ist, einfach ja, schwierig zu beschreiben. Es ist geil, wenn hier Pfingstsonntag einfach alles voll ist, ne? Aber so ein kleiner Vergleich,
Die jungen Wilden haben hier schon ordentlich gerockt, ne? Ja, die sind immer Wahnsinn, muss man auch so sagen. Genau, ganz, ganz klar. Also, aber ich glaube, es wird jetzt besser. Du siehst, Tobi Busch fährt jetzt hier aus, die gehen jetzt weiter raus. Ja. Sie versuchen es, das sind zwei, drei Linien. Und Timo Lahti, sag mal ganz ehrlich, was ist denn mit dem los, ey? Ja, Wahnsinn. Wo ist der Pokal auch schon, ne? Das ist seine Bahn irgendwie. Ja, ich habe mir schon die Frage überlegt. Mr. Lahti, second Pokal hier, very great. Just a little bit bumpy the track. A little bit bumpy on the track. Nein, halten wir mal fest, Güstrow hat den Pfingstpokal wieder aufleben lassen nach zwei Jahren Corona. Die Leute sind alle gut drauf, das Bier stimmt. Die Wartezeit ist länger, aber das ist Pfingsten, glaube ich, scheißegal. Ja. Und jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen soll. Ja, Frank. Er hat mir gerade das Mikro ins Gesicht geschlagen. Also es war ein hartes Wochenende für uns alle. Ja, was willst du groß sagen? Ne? Es sind circa, ich sag mal, 7.500, 8.000 Leute. 8.000 locker, ja. Denke ich auch, ist hammervoll. Aber immer noch, glaube ich, ja. 8.000 hätte noch gepasst. Nee. Ja, ganz. Es ist voll. Ja. Sicherheitsabstände sollen noch eingehalten werden, haben sie vorhin gesagt. Ja? Welche denn? Ach, Corona oder was? 2,5 Meter. Das machen die Fahrer auf der Bahn. Nein, tatsächlich, wir freuen uns, endlich wieder da zu sein. Endlich wieder volle Hütte, ne? Ist geil. Genau, eigentlich ist auch scheißegal, so was passiert. Ganz ehrlich, ne? Weißt du, was noch wichtig ist? Ja. Die Erbsensuppe und die Bockwurst waren mega gut. Ja. Und das ist das, was du immer sagst. Alle Stände haben voll. Bratwurst, alles was so. Ja. Außer bei der Erbsensuppe und bei dem, was sonst nicht da ist, da steht kein Mensch. Ja. Und der Burgerladen fehlt. Ich habe echt Bock auf einen geilen Burger gehabt. Du hattest schon eine geile Pizza heute. Das ist richtig, aber ich bin auch fett. Nein, es war, schön, dass du da bist. Ich glaube, dabei belassen wir es erstmal. Tobis Karriere aus ist heute sicherlich noch ein Thema. Ja. Großes Thema. Überraschend kam es nicht. Es kam ja schon aus dem Hintergrund oft zu hören, dass er aufhören möchte. Sehr, sehr früh. Aber wir feiern die ganze Nacht, die ganze Nacht. Hey, was geht ab? Wer trinkt Hansa hier? Rostock. Nein, aber Tobi war schon sehr emotional am Anfang. Ne? Also, ich glaub, die Stimme hat ganz schön gezittert. Ja, ne? Da sind viele Tränen geflossen. Komm, das wird wahrscheinlich jeden so gehen. Na klar. Vielen Leuten, ne? Und heute liefert er sogar mal richtig ab, ne? Ja, macht also Spaß, ihm zuzugucken. Ja, auf jeden Fall, ne? Vielleicht wie eine Befreiung, wenn du sagst, okay, es ist Schluss. Ja. Das ist jetzt wahrscheinlich raus, ne? Ja, genau. Ich sag, dabei belasst es erst mal nach dem Rennen, kommen noch ein paar Stimmen, also wenn wir dann noch können, ne? Das ist auf jeden Fall die betrunkene Sendung heute. Ich werde, wir holen uns als Stimme Steffen Mell, ganz klar. Ja, Roberto Haupt? Ja, der ist zu jung. Okay. Castagna? Ah, der erste Tetro-Bock, ich hab gehauen. Nein, ganz klar. Also, ja, natürlich. Tobi Busch. Und ich zieh's ja schon mal an, es gibt Mittwoch einen Boomer-Crunch. Und ein spannender, nein, ernsthaft. Ohne Quatsch, Mittwoch wird es wirklich richtig spannend. Ja, es hat sich heute wirklich ein 15-Minuten-Gespräch mit einer wirklich interessanten Person gegeben über den deutschen Grand Prix und wie es weitergeht. Also schaltet am Mittwoch um 19 Uhr definitiv ein. Genau. Tschüss, tschüss. Katja, bis später. Weißt du, was wir jetzt endgültig meinen mit elende Amateure? Es ist jetzt mittlerweile 1 Uhr in der Nacht, und zwar Pfingstmontag. Die Batterien waren gerade leer, wir haben gerade schönes Schlusswort gesprochen. Machen wir es einfach normal, weil wir gar nicht wissen, wie viel auf der anderen Aufnahme drauf ist. Ne? Genau, ganz einfach. Pfingsten bleibt Pfingsten. Gibt's nichts dran zu rütteln, Punkt. Auf gar keinen Fall. Tatsächlich bin ich wirklich K.O. jetzt. Ja. Ne? Also hätte ich nicht gedacht, dass 3 Tage mit dir so schlauchen. Aber es war schön. Ne? Ja. Auch Pfingsten, Mecklenburg, Speedway, Bahnsport, 3 Tage, mega Erfahrung. Ja. Also ich bin happy, ja, dass wir es gemacht haben, wie wir es gemacht haben. Ja. Ne? Auch, dass wir die 3 Folgen gemacht haben, auch wenn es schwer war. Ja. Und vergleich mal Freitag mit Sonntag, Micha. Sag mal was. Hier die Rennen. Wollen wir wirklich? Klar. Also sportlich gesehen war es Freitag spannender. Woran es gelegen hat, kann ich nicht sagen. Ne? Ich sag ja mal, woran hat es gelegen? Woran es gelegen hat, kannst du nicht sagen. Spannender in dem Fall, also es waren mehr Zweikämpfe, es wurde sich mehr behakt auf der Bahn. Ob es heute an den Fahrern oder der Bahn liegt, können wir nicht sagen. Optisch war die Bahn heute wieder in einem guten Zustand. Ja. Das ist mal das Erste. Volles Haus in Güstrow, entspannte Leute. Ne? Also die Atmosphäre hat heute einfach gestimmt und davon lebt Pfingsten. Da könnten auch noch ein paar andere Namen auf der Bahn sein, aber es war eine volle Hütte. Ich würde mal schätzen, wir haben keine offizielle Zahl, 8.000 Zuschauer bis 9.000, irgendwas dazwischen. Okay, ja, ich war so bei 7,5, 8. Ja, irgendwie sowas. Wir haben Fünfer Speedway gesehen in Güstrow. Fünfer Speedway war total geil. Für einige wahrscheinlich auch das erste Mal, dass sie mehr als 4 Leute auf der Bahn gesehen haben.
heute die Läufe nicht ganz so spannend. Weniger Zweikämpfe, weniger Manöver. Und der eine spannende Lauf dann auch leider noch abgebrochen, weil Sturz Tobias Busch. Wie hast du den gesehen? Ja, der pumpt hier mit einer Luft, oder was? Ja, also gefühlt, sind ja alle mit Luftpumpe. Ja. Ja, ich war ja auf der anderen Seite des Stadions und der Schiri hat auch ganz schnell entschieden. Ja, also ich, von außen sah es tatsächlich so aus, als wenn Kevin X, als wenn er ihn irgendwie trifft und was anderes kann ich da gar nicht zu sagen. Ne? Also ja, ich glaube, mehr gibt es auch nicht zu sagen. Ich habe es als erstes nicht so gesehen. Wir haben beide Fahrer nochmal jetzt gleich hinten dran in den Interviews, Tobias Busch und auch Kevin Wölbert. Und ein Thema, auf das wir noch jetzt ganz kurz kommen sollten, ist, lange wurde gemunkelt. Wir hatten das in irgendeiner Sendung schon mal thematisiert. Tatsächlich hat Tobi Busch heute sein Karriereende in Güstrow bekannt gegeben. Sehr emotional. Ich bin ja wirklich selten zu Tränen gerührt, aber so wie er das gesagt hat, ich glaube, das fiel ihm auch ziemlich schwer. Ja, ganz klar. Ich habe meine Sonnenbrille auch aufgesetzt. Es war komisch. Ja, komisches Gefühl, aber ja, ich hatte tatsächlich also mit Tobi gar nicht so viel zu tun, ne? Aber man kennt ihn doch seit 20 Jahren auf der Bahn und man sieht ihn hier und sagt da Tag und da Tschüss und ist schon krass, so eine Entscheidung zu treffen und obwohl ich den Moment schon geil fand, ne? Hier das in Güstrow zu tun. Ja. Und ja, mal und gucken, wie es weitergeht. Totaler Publikumsliebling, selbst hier in Güstrow, wo man ja eigentlich eher sagt, ist so Kevin-Land, ne? Ja. Ja, schade. Für mich geht er etwas zu früh, aber seine Entscheidung und ich glaube, lieber jetzt, als wenn es dann irgendwann zu spät ist. Whatever. Genau, es war auch, ja, was soll ich dir sagen, Timo Lahti wieder überhaupt nicht zu stoppen, ne? Alter Schwede. Diese Neuerung mit diesem, also krass, mit diesem Motorrad auch von DJ Theo hier, ja, Bolero. Ja. Komische Geschichte. Er hat uns ja, wir haben uns ja getroffen, wenn wir es nicht verkackt hätten, hätten wir es ja auch im Interview gehabt gestern. Genau. Sorry nochmal an DJ Theo an dieser Stelle. Ja. Er hat uns ja gesagt, der Fuchs, ja, er möchte einmal vor 8000 Leuten um die Bahn fahren mit dem Motorrad. Hat er gemacht? Ja. Hat er gemacht. Er hat nicht gesagt, wie? Er hat es getan. Ja, aber ganz ehrlich, Respekt. Ich habe echt gedacht, er fährt hier drauf rum, so geil wie wir immer. Ja. Aber war auch eine coole Nummer und dann haben wir ein paar Reifen gesponsert und so. Geile Geschichte. Ja. Hat angeteasert, nächstes Jahr Ostern wird das normal machen. Ja. Also an der Schuh hat es heute nicht gelegen. Das Feuerwerk zum Schluss auch noch. Mega, siehst du. Und ich glaube, wir haben heute für das Eintrittsgeld doch eine Menge gesehen. Auch wenn wir viel diskutiert haben vorher, die Preisdiskussion wird sowieso weitergehen, das ist klar. Ganz klar. Ja. Und ich glaube, dabei belassen wir es jetzt einfach. Ja, auf jeden Fall. Also, es war ein mega geiles Wochenende. Ich lasse jetzt mal die Eindrücke noch ein bisschen sacken. Ne? Die vielen Meinungen. Also auch mal vielen Dank, dass ihr immer das Gespräch mit uns sucht. Nicht böse sein, wenn wir doch immer manchmal kurz angebunden sind. Wir würden, ne? Ja, das müssen wir auch erst üben, ne? Ja, also, genau. Wir sind für uns völlig ungewohnt, dass ihr uns hier anquatscht und uns feiert und Selfies wollt und tata tata. Dann die Eindrücke von gestern, ne? Vom Grand Prix, diese verschiedenen Meinungen. Wir bleiben dran, wir machen mal kurz ein, zwei Tage Michael-Ebi-Pause. Michael-Ebi-Pause, ja. Schreiben oder ohne Schreiben? Nein, wir schicken keine Nacktfotos diesmal. Jetzt von deiner Frau nicht, oder? Also, oder? Ach, nur die ist schmerzfrei, aber... Ach so, okay. Nee, alles... Nein, ne? Und dann sind wir nächste Woche ja schon wieder unterwegs. Ne? Dann machen wir den ganzen Quatsch nochmal. Richtig. Also eigentlich sogar noch länger. Im Auto, im selben Hotel, im selben Zimmer. Oh Gott, Leute, das wird schlimm. Ich bin gut versichert, also und du hoffentlich auch. Ich nehme Seife mit und gut ist. Wir werden aber noch mal kurz schnell Mittwoch nicht vergessen. Wir haben heute wirklich eine ganz kurze Kurzfolge aufgenommen. Es geht um die Zukunft des Speedway Grand Prix in Deutschland und dazu haben wir vielleicht einige Fakten, die wir von einem bekannten Insider auf den Tisch legen können. Genau, sollte ein 2 Minuten Kurzshot werden zum Pfingstrennen, wurde sind was ganz dann, anderes. Sind dann 15 Minuten geworden und deswegen, das kommt Mittwoch, 19 Uhr. Ich fahre jetzt nach Hause, weil meine Frau wartet und... ich habe auch Hunger. Ja, auch von mir liebe Grüße an Romy, gute Besserung. Gute Besserung, alles klar. Bis dahin, tschüss, tschüss. Bis das wie dann, ja. Bis San Francisco. Ja, wir sind in Güstrow an den Transportern. Ich habe hier vor mir Tobi Busch. Ja, Glückwunsch zu diesem tollen Tag heute von dir. Ne? Du hast hier was verkündet. Erzähl mal ein bisschen, wie kam es dazu? Warum machst du es in Güstrow? Also war es die Veranstaltung? Erzähl mal, was ist los? Ja, die Veranstaltung hat einen ganz großen Teil dazu beigetragen. Also ich hatte das ja schon Anfang des Jahres geplant mit meiner Familie zusammen und haben jetzt gesagt, in Güstrow, Pfingsten passt es einfach. Viele Leute da, auch viele Leute, die immer hinter mir gestanden haben. Und da war der Zeitpunkt dann dran, das dann zu verkünden, ja. Ist ja auch das Event in Deutschland, glaube ich, ne? Also es ist, es waren, glaube ich, wieder, wer weiß nicht, 8000 Leute wahrscheinlich, ne? So circa, die Bude war voll und... Es gibt ja noch eine, also das zu dem einen, wird es ein Abschiedsrennen geben vielleicht, so mal kurz, kannst du mal anteasern? Ja, es wird ein Abschiedsrennen geben, das definitiv.
den Ort, ja, es steht ein, also es ist keine, also die versuchen es in Straßen zu machen. Ja, ist klar. Das andere wäre, glaube ich, jetzt komisch. Ja, ich habe damals zu meinem Papa schon gesagt und jetzt auch zu meiner Familie, es soll da enden, wo alles angefangen hat. Und das ist nun mal in Stralsund. Da freue ich mich sehr drauf. Wir müssen jetzt halt noch diese ganzen Formalitäten klären, dieses ganze Drumherum und sowas alles. Und freue mich da aber schon riesig drauf. Also es wird da ein riesen Event werden. Es wird eine große Party geben danach. Und ja. Schön. Also wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Ich denke, es wird so Richtung Ende des Jahres gehen wahrscheinlich, ne? So nach der Saison. Oder du bist ja noch für Landshut wahrscheinlich aktiv. Und eine Frage, was vielleicht die Zuhörer interessiert zum Pfingstpokal, zum Sportlichen. Ich glaube, es war so der spannendste Lauf, der dann irgendwie leider in eine Bande für dich endete. Erzähl mal was zu der Situation, wie hast du sie gesehen? Kevin wurde disqualifiziert, er sagt so, ja, schwer zu sagen, ob es wirklich so Ex für ihn war. Wie hast du es gesehen oder gespürt? Ja, gespürt habe ich es ja relativ doll. Ja. ja, man sagt ja immer, ne, das ist halt ein normaler Rennunfall. Ist es auch gewesen. Kevin ist ein bisschen hart gefahren. Also ich hatte ihn gar nicht auf dem Zettel gehabt, weil ich gerade mit Marius beschäftigt war und ihm abgedrückt habe und dann kam Kevin von innen und ja gut. Am Ende ist Sport, ne? Oder? Es war jetzt nichts Schlimmes, nichts Böses. Am Ende war Sport, wie der Ausgang jetzt war, das ist natürlich nicht so gut gewesen. Nee. Hab mich, denke ich mal, ein bisschen von der Leistung her nachher eingebremst. Aber ja, gut, gerade jetzt beim letzten Rennen in Güstrow hatte ich mir das Ende anders vorgestellt als so. Aber die Zeit kann ich zurückdrehen, jetzt ist es so. Genau, am Ende finde ich gesund, heil, auch aus der Karriere dann rauskommen, ist am wichtigsten. Ne? Also haben wir schon andere Sachen erlebt. Und ja, Tobi, ich sage einfach danke für die Zeit und wir sehen uns ja demnächst wahrscheinlich noch in irgendwelchen Rennen, Stadien. Ne? Genau, genau. Die Saison ist ja nicht vorbei. Ich bin ja noch bei ein paar Rennen bin ich ja noch aktiv. Und auch danach werde ich natürlich auch immerhin noch zu Speedway gehen und habe da auch gewisse Pläne. Ja, ich bin gespannt. Wir lassen uns überraschen. Danke, Tobi, für die Zeit. Ne? Komm gut nach Hause. Danke, danke. Nach Pfingsten ist vor Pfingsten, Kevin. Sicherlich heute nicht das Ergebnis, was du dir gewünscht hast. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Wir haben auf der anderen Seite vom Stadion gesessen. Wie sah es aus? Es sah so aus, als wenn du nicht der Abbruchverursacher warst von dem Sturz. War es gerechtfertigt? Naja, aus meiner Sicht, ich habe keinen mehr gesehen, bin ich ganz ehrlich. Ne? Ja. Also ich war in dieser Situation nach meiner Sicht definitiv Erste. Ja. Ne? Also ich habe vor mir gar keinen gesehen. So saß, ne? Na, also klar auch, war da eine Lücke, aber ist ja auch klar. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich meistens auch da die Überholmanöver starte. Ja. Und wenn man ehrlich ist, habe ich auf der anderen Kurve, in der anderen Kurve auch gewackelt. Ne? Also die Jungs haben da auch reingehalten, ne? Und dass ich dann auch nicht gleich hinlich. Ist doof gelaufen, ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe vielleicht ein bisschen, wurde das zu eng wohl für Marius. Mhm. Marius ist dann wohl in Tobi, glaube ich, rein. Soweit ich glaube, denke, dass das so passiert ist, weiß ich nicht. Ja, ja. Wir waren alle eng zusammen. Ja. Letztendlich ist der Äußere immer der Leidtragende, so wie Tobi. Das ist halt oftmals der Fall, aber ja. Dass ich jetzt der Schuldige war, sag ich mal, ist schwierig, ne? Bei so einer Veranstaltung. Ist jetzt so, einer muss gehen, einer muss rausgeschmissen werden, ich kann es nicht ändern, jetzt war ich das. Was nämlich überraschend für das Publikum war, der Unfall ist passiert und die Lampe bei dir rot ging sofort an. Das hat nicht mal 10 Sekunden gedauert. Ja. So klar war es. Also ich will es jetzt nicht drauf, ne? Ja. Hinausschieben, dass man sagt, der Schiedsrichter, wer weiß, vielleicht hat er es gleich so gesehen, dass ich derjenige war. Ich habe ja auch die Attacke gestartet, ich habe quergelegt, bin innen rein. Ja. Er hatte mich natürlich bestimmt im Blickwinkel, definitiv, und auch nicht die anderen beiden. Und dann sieht das vielleicht aus einer anderen Perspektive auch immer so aus, dass ich halt der Schuldige bin. Das sind Millisekunden, der Schiedsrichter muss auch entscheiden, ob er jetzt fehlentschieden hat, nicht fehlentschieden, muss ich so zur Kenntnis nehmen. Und nur noch eine kurze Frage zur Bahn. Heute bist du das erste Mal drauf gefahren, nachdem sie neu gemacht ist. Besser, schlechter? Ja, ich habe mir Läufe angeguckt vom Freitag. Ich muss ganz ehrlich sagen, manche Läufe waren sehr spannend. Ja. Da sind wir wieder beim Thema, wie wir auch mit Ebi und mit dir in Stralsund gequatscht haben. Ja. Dass Stralsund eigentlich eine sehr, sehr schöne Bahn war, waren schöne Rennen. Freitag waren ja auch schöne Rennen und ich muss auch sagen, Bundesliga, das war ja mein letztes Rennen, was ich hier gefahren habe in Güstrow, war auch sehr gut. Da ging es auch, Mitte des Rennens, der Lauf mit Kai. Und ich muss sagen, heute war es, nicht so. In meinen Augen es ist für die Fahrer, aus der Fahrersicht langweilig. Rumgerutsche in und drei, vier Rillen. Es war Freitag, war es großer, also besserer Sport, heute irgendwie nicht. Das ist deutlich zu sehen gewesen. Ja. Punkt. Es waren trotzdem wenig Unfälle. Wir sind mit 5 Mann gefahren da in den Fritz-Zubi-Lauf. Das war auch eine geile Nummer, habe ich auch noch nie sowas gesehen hier in Güstrow auf der kleinen Bahn. Hat alles super funktioniert. Die Bahn hat trotzdem gehalten, das muss man nur mal sagen. Ja. Außer nach der ersten Kurve innen war so ein kleines Loch. Ja. Aber ich sag mal, für die Profis nicht weiter,
genau. Weiter will. Jeder fährt auf der gleichen Bahn. Genau, aber es hat halt außen einfach nicht gehalten. Ne? Es hat nur gerollt und es war wirklich nur Flugsand. Es waren halt keine sehr spannenden Rennen, sage ich mal, genau. In meinen Augen. Super Einschätzung, genauso haben die Fanstimmen das auch gerade außenrum erzählt. Vielen Dank, viel Spaß beim Duschen, ich komme gleich nach. Sehr gut, tschüssi.